Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute einen mega, mega kuscheligen Loopschal aus richtig schöner, flauschiger Wolle. Ich habe hier drei unterschiedliche Knäule benutzt. Also es wird heute richtig bunt im Puffstich gehäkelt. Das Ganze mega plüschig, mega warm und mega kuschelig. Und welche Wolle ich genau verwendet habe, welche Nadel und wie die Technik funktioniert, seht ihr natürlich alles jetzt. Ich starte mit drei Knäulen für diesen Schal. Dieses hier ist so ein leichter Rosaton, dann hier so ein lila Ton fast und dieses dunkle Grün, alle mega flauschig, für 6er Nadeln geeignet. Ich werde sie auch mit der 6er Nadel häkeln. Hier ist leider so ein, ja, nicht leider, sondern war Stäbchenwolle, aber es ist jetzt leider so ein bisschen über das Etikett drüber geklebt. Das ist die Fashion-Wolle von Rico Design. Mademoiselle heißt die, mit in Chunky. 70% Polyacryl, 30% Mohair. Und ich suche euch auch mal eben die Farben raus. Das hier ist die Nummer 5. Das hier ist die Nummer 6. Und hier muss ich einmal kurz das Etikett holen. Und große Überraschung, das ist die Nummer 7. Also 5, 6 und 7 sind die Farben. Das bietet sich ganz cool an. Ich starte dann auch direkt mal mit der pinken hier. Also mit der Nummer 5. So, wie gesagt, mit der 6er Nadel, die angegeben ist. Ich hole mir einmal hier den Startfaden von innen raus. Und da seht ihr auch, wie flauschig das Ganze ist. So, da fokussiert die Kamera auch. Also wirklich richtig, richtig cool. Ich schlage 21 Luftmaschen an. Hier auf die Nadel. Voller einmal zur anderen Seite rüber. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wichtig ist, dass ihr eine ungerade Zahl habt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch schmaler oder breiter machen. Und dann nehme ich 3 für die Höhe. 1, 2, 3. Dann einen Umschlag und in die vierte Masche von eurem Start hier einstechen. Also 1, 2, 3 freilassen und in die vierte wird eingestochen. Großziehen. Ich habe einen Umschlag genommen vorher, also habe jetzt 3 auf der Nadel. Dann noch einen Umschlag, in die gleiche Masche einstechen. Und inzwischen sind es hier 5 auf der Nadel und das mache ich jetzt nochmal. Und habe wieder 2 dazu bekommen. Inzwischen sind es 7 auf meiner Nadel. Das Ganze ist super, super flauschig. Ich zähle einmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle da. Dann hole ich den Faden einmal, gehe durch alle durch zurück und häkel noch eine Luftmasche drauf. Also mein erster Stich ist hier einmal fertig. Ich hole ein bisschen Wolle nach. Das verbraucht natürlich auch viel Wolle. Dann lasse ich hier unten eine Masche aus und steche in die nächste ein. Wieder großziehen, mit dem Umschlag vorher 3, Umschlag, einstechen, 5, Umschlag, einstechen, 7. Dann den Faden holen, durch alle durch und einmal drauf häkeln und der nächste ist fertig. Dann wieder den Umschlag nehmen, unten eine auslassen, großziehen, Umschlag, großziehen, Umschlag, großziehen, dreimal das Ganze, 7 auf der Nadel. Holen und durch alle durch. Einmal drauf häkeln und der nächste ist fertig. Ihr seht, das Ganze wird super, super plüschig. Hier unten dann wieder einen auslassen, Umschlag, einstechen, großziehen, Umschlag, einstechen, großziehen, Umschlag, einstechen und großziehen, holen, durch alle durch und einmal drauf häkeln und schon ist der nächste fertig. Inzwischen habe ich 4 Stück und habe noch ein bisschen vor mir. Umschlag, einstechen, großziehen, Umschlag, einstechen, großziehen und nochmal. Durch alle durch. Einmal drauf häkeln, Umschlag, hier unten natürlich wieder einen auslassen, das ist immer wichtig, sonst wird das Ganze zu eng. So, inzwischen sind 6. Wieder einen auslassen. So.
So, ich habe das Ganze jetzt einmal bis zum Ende meiner Luftmaschenkette zurückgehäkelt. Das seht ihr hier. Also es bleibt keine Luftmasche mehr übrig. Jetzt nehme ich wieder 3 Luftmaschen für die Höhe und drehe das Ganze einmal um und häkle jetzt wieder zurück. Also einen Umschlag nehmen und jetzt habe ich das Glück, dass ich tatsächlich nicht mehr in die Maschen einstechen muss. Das ist bei der plüschigen Wolle auch ein bisschen schwierig. Deswegen kann ich jetzt hier einfach immer dazwischen stechen. Mache das gleiche wie gehabt. Ich habe jetzt das schon 2-mal gemacht. Inzwischen habe ich 5. Und nochmal 7, einmal durch alle durch, einmal drauf häkeln und schon ist hier der erste fertig. Und dann nochmal hier rumstechen, 3, Umschlag, rumstechen, 5, Umschlag, rumstechen, 7 und noch einmal drauf. Und das häkle ich jetzt bis zur anderen Seite wieder rüber. Okay, ich bin jetzt fast mit der 2. Reihe fertig und ihr seht, ich habe noch eine Einstichstelle übrig und das ist hier hinten diese kleine Luftmaschenkette, die 3er, und da steche ich jetzt auch einfach drumherum. Und noch einmal, da habe ich alle, Faden holen, durch, durch, durch und einmal drauf häkeln. So, ihr seht also, es ist immer so ein bisschen versetzt. Hier hinten am Anfang liegt die untere Reihe so ein bisschen ein Stück weiter vorne. Und hier hinten der letzte liegt ein bisschen hier auch versetzt. Jetzt drehe ich das Ganze wieder um, beziehungsweise häkle ich erstmal nochmal 2 weitere Luftmaschen. Also insgesamt 3 drauf gehäkelt und starte dann wieder. Und ihr seht, dieser liegt jetzt, nachdem ich es gedreht habe, natürlich hier auch wieder außen. Und ein bisschen Wolle nachgeholt und da habe ich schon wieder 3. 5 und 7. Durch, durch, durch. Drauf häkeln. 3, 5 und 7. Durch. Einmal eine Luftmasche drauf und weiter geht's direkt in Umschlag. 3, 5 und 7 und durch. Drauf häkeln. Und schon habe ich wieder 3 Stück fertig. Ihr seht, das Ganze wird wirklich mega, mega plüschig, super flauschig. Und ich werde das jetzt über dieses Knäuel einmal fertig häkeln und dann natürlich noch über die beiden anderen Knäuele. So ihr Lieben, inzwischen bin ich hier mit dem ersten Knäuel fertig und es ist wirklich mega, mega flauschig geworden. Ein kleines Stückchen habe ich noch und damit mache ich jetzt hier den letzten Puff hin. Einmal großziehen, 2-mal großziehen, 3-mal großziehen und einmal durch. Und jetzt mache ich den Farbwechsel rein. Wo habe ich hier den grünen Anfang? Den habe ich hier einmal. Den häkle ich jetzt hier einmal direkt rein. 1, 2. Das erste habe ich ja hier schon in Pink gemacht. Und damit habe ich dann den grünen Faden schon mal drin. Kann das Ganze drehen. Und starte jetzt mit der ersten grünen Reihe und habe hier schon wieder 3, hier habe ich 5, hier habe ich 7. Einmal durch und einmal drauf häkeln und weiter geht's. 3, 5 und 7. So, einmal den Faden ein bisschen sortieren. Hier einmal durch und einmal drauf häkeln und den nächsten wieder. Die Einstichstellen sind ja super, super einfach zu finden. Hier habe ich 5, hier habe ich 7 und durchziehen und drauf häkeln und weiter geht's. So ihr Lieben, ich bin jetzt mit allen Knäueln fast durch. Ich habe hier noch so ein Teil lila übrig. Ich lege jetzt beide Enden zusammen und häkel das Ganze zu einem Loop. Hier hatte ich es noch einmal durchgezogen. Hier häkle ich jetzt noch einmal drauf. Dann lege ich hier beide Enden zusammen und drehe es noch einmal, so, dass ich hier auf der rechten Seite starten kann. Wolle einmal rüber, schön beide Seiten bündig zusammenlegen und dann steche ich hier in die obere Masche ein. Wirklich die Masche, die die ganzen Schlingen zusammenhält. Steche hier einmal rüber, hole den Faden durch und häkel einmal drauf. Und habe schon mal diese Spitze hier schön verbunden. Dann ziehe ich das ein bisschen größer und gehe hier in die nächste Masche. Häkel das auch zusammen. Und dann immer nach und nach die Maschen abarbeiten. Und eben schön bündig hier alles zusammen häkeln oben.
Einmal durch, abmaschen und in die nächste einstechen. Ich habe dann hier beide Seiten schön verbunden und praktischerweise habe ich es jetzt auch so gehäkelt, dass ich hier den pinken Startfaden tatsächlich auch liegen habe. Ich ziehe jetzt den dunklen hier einmal groß, kürze den einmal, die Nadel kann ich dann schon mal rausnehmen, kann die beiden schon mal verknoten und habe das dann hier richtig, richtig schön gesichert. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu vernähen, diese beiden Fäden natürlich und hier jeweils an den Seiten die End- und Startfäden, das sind jeweils diese beiden Pärchen hier und dann ist der Schal auch schon fertig, also wirklich ein richtig schöner großer Loopschal, mega mega kuschelig, hier natürlich in drei Farben, kann man natürlich auch einfarbig machen oder noch einen Knäuel mehr dazu nehmen und dann eben 2-2 oder noch bunter, ganz wie ihr mögt, auf jeden Fall mega mega kuschelig, funktioniert natürlich auch super schön mit anderer Wolle und ich hoffe, euch hat die Anleitung wieder gefallen und Spaß gemacht, wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, vielleicht habt ihr auch Lust meinen Kanal zu abonnieren, dafür einfach den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren, dann verpasst ihr natürlich in Zukunft kein weiteres Video mehr und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle, bis dann, tschüss!